Ja, hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist das Wing Commander für das Super Nintendo. Wollte ich schon eine ganze Weile spielen, habe ich aber nie gemacht, weil ich möchte dieses Spiel nicht mit der Tastatur spielen. Solche Spiele mit Tastatur zu spielen ist ein bisschen schwierig, also habe ich mir ein Gamepad organisiert und damit läuft das echt super. Ich hatte das schon mal sehr weit gespielt, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich vergessen habe, bei Fraps Record Sound mit einzustellen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also musste ich den ganzen Kram nochmal anfangen, aber wie ihr hört, jetzt ist Sound da, also kann es auch losgehen. Ja, Wing Commander, geiles Spiel. Ist 1990 für den PC erschienen und 92 für Super Nintendo konvertiert worden. Wir können jetzt hier unseren Rufnamen eingeben und weil wir Colonel Blair spielen, nennen wir uns natürlich Maverick. Ja, zack. Ja, wir spielen die Super Nintendo Version und leider auch die deutsche Version, denn die ist alles andere als gut. Warum die Übersetzung so schlecht ist, werdet ihr gleich sehen. Das hier ist der Simulator gewesen hier links und hier sitzen jetzt drei Personen rum und mit denen sprechen wir jetzt mal. Wir fangen hier mit Shotless an, dem Barkeeper. Ja, nimm Platz, mein Freund, sicher, sicher. Ja, danke. Schön hier zu sein. Er war auch mal Pilot. Ja, da geht schon los, bis mich die Haarleuchte so schwer konnte. Also. Die Carafe haben ihn so schwer beschädigt, so schwer, sein Schiff so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fliegen kann. Ah ja, also gut. Wenn ich was über Piloten wissen will, dann muss ich zu ihm kommen. Na schön. Wen haben wir noch hier? Paladin. Ah ja, eine Patrouille geflogen. Ah ja. Saltis. Das muss Angel sein. Ah ja, also die Salti dreht immer nach links ab. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn wir ihr entgegenfliegen, nach rechts. Ja, gut. Angel. Ja, klar, lass hören. Informationen sind immer gut. Die drallt hier am meisten, ja. Und weiter, wo ist der Punkt? Ah ja, also das heißt, dass wir 1,4 Raketen zur Zerstörung brauchen und nicht, dass eine 1,4 drallt, die mit Raketen zerstört werden kann. Das ist offensichtlich. Ist ganz klare Sache. Das ist auch ein Übersetzungsfehler. Oder eben 7 direkte Lasertreffer, ja, okay, alles klar. Das ist, ja, natürlich kann ich mit dieser Information was anfangen. Das ist sehr nützlich. Gucken wir noch kurz aufs Killboard. Hier natürlich noch nichts erreicht. Wen haben wir denn hier so? Iceman, Bossman, Paladin, Hunter. Maniac. Also, wenn man schon so heißt. Das kann ja nur ein Verrückter sein. Okay. Iceman ist offensichtlich der Beste mit 28. Aber Maniac hier 5 Einsätze und nur 6 Kills. Der ist ja echt schlecht. Na schön. Gut. Da gucken wir jedes Mal drauf, wenn wir gespielt haben. Gehen wir mal in die Barracks. So. Hier sehen wir diese Feldbetten. In der PC-Version dienen die zum Speichern des Spiels. Hier nicht. Hier gibt es ein anderes Speichersystem. Hier wird mit Passwörtern gespeichert, immer wenn man ein System fertig gespielt hat. Also wie wir jetzt in Ennio. Wenn wir da durch sind, kriegen wir ein Passwort. Und das heißt, wenn wir jetzt mitten in so einem System aufhören zu spielen, dann müssen wir das ganze System wieder von vorne spielen und alle Missionen noch einmal machen. Das ist blöd, aber egal. So, Medaillenansicht, Second Lieutenant Maverick, Ennio System, keine Medaillen, nichts, niedrigsten Rang, den es gibt. Das ist Kacke. Aber das ändert sich ja noch. So, weil die erste Mission dann zu lang wäre, um sie euch noch zu zeigen, werde ich hier gleich unterbrechen. Und dann gehen wir beim nächsten Mal in den Auftragshangar und fliegen unsere allererste Mission. So, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander.